This sirenness will bite your tongue, no one is forever young. So, es geht ab in die Tiefgarage. Wir haben jetzt noch einige Kilometer vor uns und werden jetzt die letzten zwei Tage bis nach Amsterdam fahren. Puh, boah, hier riecht's von Abgasen. Guten Morgen, Lukas. Was geht ab? Bisschen am Aufräumen. Ja, unsere Karre sieht ein bisschen mitgenommen aus, weil... Sagen wir mal so, Lukas und ich, wir trinken sehr viel Red Bull, damit wir wach bleiben während der Fahrt. Und Eistee. Ja, Eistee, der direkt durchgeht, dass er pinkeln muss. Okay. Wir sitzen gerade im Wagen und der LX7, erzähl mal ein bisschen was. Du bist ihn gestern ja schon gefahren und was macht der für einen Eindruck auf dich? Es ist sehr wendig, man muss zwar ein bisschen härter lenken, hat keine Servo, ja, aber eigentlich ganz geil zu fahren. Ja? Auf jeden Fall. Die Position sagt schon alles, oder? Ein bisschen liegend. Sportlich aber auch. Und Leute, wisst ihr, was heute online kommt? Heute kommt auf dem YouTube-Mazda-Kanal Deutschland die erste Folge von der European 5000 Mazda Garage 2.0 online. Ich habe euch mal unten den Link in die Infobox gepackt und dann kommt ihr direkt zur ersten Folge. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einfach auch viel Spaß mit dieser Folge. Ihr könnt die gerne nach dem Video angucken, aber ihr bekommt heute hier auf diesem Kanal, auf Daily Menti, noch einen ganz kleinen Einblick, der ein bisschen exklusiv ist. Sage ich jemanden grüßen? So. Grüße gehen raus an Mama! Also diesmal nicht, meine Schwester hat mich beauftragt, sie irgendwann mal zu grüßen. Ja, also hiermit hallo Rebecca. Dann hallo Rebecca und wir fahren jetzt erstmal 500 Kilometer. Yeah. Morgen, so. Ich bin schon etwas länger wach, um genau zu sein, seit 7 Uhr, habe aber wirklich jetzt eine Stunde bis anderthalb einfach nur im Bett gechillt. Jetzt werde ich mich dran begeben, hier das ganze Zeugs aufzuräumen, aber nicht nur hier, sondern auch unten, Wohnzimmer, alles sauber machen und so. Und richtige Haushaltsputzroutine heute mal. Und ja, werde jetzt hier alles soweit fertig machen, Bett machen, pipapo, ich muss noch die Kopfkissen waschen, Bett neu beziehen und ja, das mache ich jetzt erstmal, aber bevor ich das alles mache, mache ich mir einen Kaffee. Meine Fußnägel wollte ich jetzt eigentlich gleich auch noch machen und frische Blumen. Blumen wollte ich auch noch besorgen. Sonst könnt ihr es glauben, Tobi wirklich hat es bis jetzt nicht gesehen, dass wir, oder ich, ja okay, wir mit Mama, gestrichen haben. Er hat es nicht gesehen, weil er einfach kompletto ja, da eingesponnen war und konnte sich nichts anschauen. War von 7 bis 23 Uhr nur unterwegs. Du kriegst jetzt auch was zu essen. Ja. Ja. Und deswegen hat es nicht gesehen. Ich bin mega gespannt. Ich fahre jetzt dann heute übrigens auch nach Frankreich. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, wie der Ort heißt. Und dort werde ich dann eine Nacht verbringen. Und dann sind Tobi und ich dann morgen in Amsterdam. Und dann kommt Tobias auch schon wieder zurück. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, du kriegst jetzt auch was. Mein kleines Sommersprösschen. Leute, wir sind an Saint-Michel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Egal, ich bin mal hier wieder so ein richtig krasser Kulturbanause. Und zwar seht ihr das Schloss da hinten. Mitten im Meer, einfach diese kleine Insel mit diesem wunderschönen Schloss drauf. Und da führt eine lange Brücke hin, hier vom Festland, rüber zu dem Schloss da. Leider können wir jetzt nicht näher ran, weil, also das ist ein bisschen komisch hier alles geregelt. Die Stadt einfach hier Unmengen an Geld damit scheffen will, weil es so ein Publikumsmagnet ist. Deswegen kostet der Parkplatz 4,40 Euro, da waren wir aber gerade drauf. Aber du stößt irgendwie noch fast 8000 Kilometer weit von diesem Schloss weg und musst da zu Fuß hinrennen. Und wenn du in die Nähe von diesem Ding parken willst, musst du irgendwie vorher was reservieren oder so. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie das alles abläuft. Ja, und weil wir noch über 500 Kilometer zum Fahren haben, heißt es jetzt quasi Gas geben. Wir schauen uns die Burg jetzt von hier an und setzen uns dann wieder in die Autos und fahren.
ziemlich heftig, Leute. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es ist schon ziemlich windig. Aber wir sind gerade hier in der Normandie. Britannien? Normandie? Ich glaube Normandie, also da hinten. Das ist der historische Strand oder Teil. Ich weiß, ich laber gerade auch ein bisschen Scheiße dabei. Wo damals die Amerikaner in einem Überraschungsangriff quasi versucht haben, die Deutschen zu überraschen und dann halt vorzudringen und dann alles wieder hier zu befreien, was von den Deutschen eingenommen wurde. Das ist schon sehr, ja, wie soll man sagen, man kann sich das kaum vorstellen, was hier vor so vielen Jahren, also gar nicht, es ist eigentlich gar nicht so mega lang her, ne? Also wir reden hier nicht von 200-300 Jahren, was dann hier war und wie viele Menschen hier gestorben sind und sowas. Das ist schon wow. Hier der Strand, wir sind jetzt hier gerade angekommen und bevor wir Mittagessen haben, werden wir jetzt hier einmal noch ein paar Vorbeifahrten filmen. Eine Drohne vom Kamerateam. Ich habe gerade endlich den scheiß Rasenmäher angekriegt, nach 500 Millionen Versuchen, nachdem ich dann gecheckt habe, dass dieser Kack-Rasenmäher kein Benzin mehr drin hat. Und hier läuft gerade Musik. Ich setze mir jetzt die Sonnenbrille auf, weil der Rasen so trocken ist, dass ich gerade schon 10 Körner ins Auge gekriegt habe. Ich mähe vielleicht jetzt das 5. Mal in meinem Leben Rasen. Thumbs up for me. Ich habe jetzt gerade den Rasen gemäht, soweit. Jetzt habe ich allerdings hier drum gemäht. Ich werde das jetzt gleich mit dem Trimmer noch ein bisschen machen. Aber ich habe wirklich, also Tobi hat wirklich die tollsten Freunde, also wir eher gesagt. Tommy und Popo kommen gleich und werden den hier abbauen. Die werden den auspumpen, weil ich krieg den nicht leer, also ich krieg den nicht angehoben und dann einräumen, zusammenpacken. Und darunter wird ja eh kein Gras sein. Ich bin mal gespannt, wie es darunter aussieht. Und ich mache jetzt hier noch die ganzen Ecken und dann ja, bin ich dann hoffentlich auch gleich fertig. Selbst ist die Frau. Sehr geil. Oh, immer wichtig, sowas ausstecken. Niemals machen, wenn das Ding am Strom ist. So, ich bin fertig geworden. Leute, ich bin fertig mit der Welt. Ich habe alles wieder so hingerichtet, wie es mal war. Und ja, ich muss die eigentlich mal sauber machen, aber das mache ich jetzt nicht. Mittagsstopp, Leute. Das Koma. Ich lach mal über Eier. Ja, eigentlich sind wir auch gar nicht mehr so viele. Kameramann ist voll im Arsch. Ja. Hallo. Hi. Und so, komm jetzt. Ein Wort, das beschreibt, wie die Rallye war. Das ist mal verrückt. Verrückt. Mit Red Bull durchtränkt. Ein Wort. Oh. Ja, raus. So, und damit geht's weiter. Oh, ich habe alles geschafft, Leute. Puh, ich bin
außer Atem. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und habe hier wirklich alles tippitoppi, schlibili-loppi gemacht, also aufgeräumt, außer das da. Das sind jetzt eure ganzen Verlosungsgeschenke. Und übrigens könnt ihr heute auch eins dieser Pakete gewinnen. Dazu erfahrt ihr heute Abend, wenn Tobi und ich im Bett liegen mehr. So, dann kommt die jetzt noch runter. Aber mein Zimmer ist sauber. Sieht schön aus. Schlafzimmer auch fertig. Das Bett gerade gemacht noch. Ist alles soweit fertig. Und die nehme ich jetzt noch mit runter. Ich wollte eigentlich noch Blumen kaufen, aber das mache ich jetzt nicht, sonst komme ich echt zu spät. Und ja, jetzt geht's ins Auto. Wir sind angekommen. Ey, yo, yo, yo. Und zwar in Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer oder Boulogne-sur-Mer. So. Ja, wir haben uns gerade fertig gemacht und wollen jetzt mal hier irgendwie gucken, was hier so in der Stadt gerade abgeht. Richtig geil ist, Maren wird heute spät abends noch ankommen. Und morgen die letzte Tour bis nach Amsterdam mitfahren, weil sie wird mich ja noch quasi einsacken und wir fahren dann zusammen. Ja, ich bin mega happy, ist gerade ziemlich entspannt. Eigentlich wäre jetzt nicht gerade so die Zeit für eine Jacke, vielleicht später, aber sieht gut aus. Danke sehr. So, suchen wir erstmal eine Bank. Und damit bin ich zuerst... Oh Mann! Ja, viel Spaß beim Cutten jetzt. Warte, wir schwenken rüber an das Bild. Und jetzt schwenken wir wieder rüber an das Bild. So, Leute, wir sind angekommen. Also was heißt, ich bin ja schon vorher angekommen. Maren ist jetzt heute auch angereist. Hallo, und ich bin da. Da ist sie. Gerade eben habt ihr noch Lukas gesehen. Wir werden jetzt auch nur diese 6 Stunden schlafen. Ich bin eigentlich gar nicht Maren, ich bin Lukas. Nein. Nee, wir werden jetzt die 6 Stunden schlafen und ich habe euch das ja eben schon kurz erzählt. Morgen ist die Zieleinfahrt in Amsterdam. Wir starten hier von Boulogne-sur-Mer. Starten wir, dann geht es hoch nach Amsterdam. Die letzte Etappe, wir haben noch eine Challenge. Wir werden jetzt einfach nur noch schlafen. Ich brauche den Schlaf für die vielen Kilometer morgen. Maren fährt morgen mit, außer der Wertung. Ja, nur Maren. Doch, warte, holt mich, ich will auch mitmachen. Maren holt mich ja dann nachher in Amsterdam quasi ab. Wir haben dann noch ein bisschen was zu tun und ich freue mich dann einfach nur später morgen zu Hause zu sein. Ja. Ey, das war jetzt gerade eben eine Fahrt. Guckt mal, voll süß. Das Hotel ist richtig schnieke. Die haben mir noch was zu essen gemacht, obwohl die Küche eigentlich schon zu hat. Die haben dann so, guck mal, sogar mit Erdbeeren und so. Voll süß. Ja, die haben auf jeden Fall zu mir so gesagt, ja, es ist gar kein Thema. Tobi hat angerufen. Dann hat Tobi das eigentlich gecancelt und hat gesagt, ja, komm, weißt du was, hier ist ein Mc's in der Nähe, dann holst du dir Pommes oder so. Und dann kam ich gerade rein und sagte so, nee, wir konnten das nicht mehr canceln, die Küche hat das schon fertig gemacht. Und ich so, ja, okay, egal, ich habe eh Hunger. Jetzt gibt's leckeren Salat. Ja, und ich hatte euch ja eben noch was gesagt. Ich habe ja die Gewinnerpakete gemacht. Ihr könnt jetzt gerne mitmachen. Und zwar unter dieses Bild auf Instagram. Das muss leider auf Instagram laufen, wegen ein paar YouTube-Richtlinien, bla bla bla. Gerade eingeblendet. Und unter diesem Bild könnt ihr jetzt einen Kommentar verfassen. Und dann könnt ihr ein Paket gewinnen. So sieht's aus. So, Tobi fragt sich, was redet sie da? Er hat überhaupt gar keinen Pfeil, er ist nicht geupdatet. Ich habe das mitbekommen, aber ich finde das cool, den Zuschauern auch was zu geben. Ich muss Rallye fahren. Deswegen geht's jetzt ins Bett. Genau. Deswegen gute Nacht, Leute. Einen schönen Abend. Das habe ich so vermisst. Gute Nacht. Und bis morgen.